Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden heute über zwei Anträge, die das Ziel haben, unsere Identität zu bewahren. Wir reden über unsere Werte und unsere Kultur. Polygamie, die Vielehe, widerspricht eindeutig unserem Rechts- und Wertesystem. Das Kopftuch, insbesondere für Mädchen, das Terre de Femme als Fahne der islamistischen Bewegung bezeichnet, gehört nicht zu Deutschland. Sie alle hier können entscheiden, ob Sie zu deutschem Recht, zum Grundgesetz und zu unseren Sitten und Gebräuchen stehen oder nicht. Sie tragen hier, insbesondere von links, die Rechte von Frauen und Kindern stets wie eine Monstranz vor sich her, aber sie lassen zu, dass diese Rechte in Deutschland unter dem Kopftuch verschwinden, und sie verschließen die Augen davor, dass illegale Ehen in Deutschland praktiziert werden, und das muss hier ausgesprochen werden. Das wollen wir ja feststellen, und jetzt regen Sie sich wieder ab. So, dann geht es weiter. Die Vertreter aller Parteien außer der AfD bejubeln die Masseneinwanderung aus kulturfernen Ländern. Jetzt manifestiert sich auf unseren Straßen, wie tief verwurzelt der Hass vieler dieser Zuwanderer auf unsere Rechtsordnung ist. Und auch das muss hier festgestellt werden. Aber natürlich haben wir von links nichts anderes zu erwarten. Denn auch Sie als Linksgrüne haben ja Ihre Verachtung für unser Land und unsere Kultur schon seit Jahren ungestraft zur Schau gestellt. Und man darf sich wirklich fragen, warum Sie nicht lange vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Der Grüne Abgeordnete in Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, propagiert allen Ernstes Zuwanderung bis zum Volkstod. Bis 2022 war dieser Mann Mitglied der Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes. Wer in diesem Land von Umvolkung spricht, gerät ins Visier des Verfassungsschutzes. Und wer Zuwanderung bis zum Volkstod fordert, der darf den Verfassungsschutz beaufsichtigen. Da muss man sich nicht wundern, dass hier auch im Bereich der Vielehe und des Kinderkopftuchs keine vernünftigen Entscheidungen von Ihnen zu erwarten sind. Und wie Sie uns und unsere Werte hassen, das zeigt auch Frau Sarah Lee Heinrich, die von einer ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft gesprochen hat, die ja offensichtlich von Ihnen zu beseitigen gesucht wird, meine Damen und Herren. Und das werden wir verhindern. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und zu Ihnen von der CDU möchte ich noch eins sagen. Wenn Sie irgendwo noch einen Funken Glaubwürdigkeit bewahren wollen, dann müssen Sie unseren Anträgen zustimmen. Aber ich fürchte, Sie werden es nicht tun. In Deutschland gilt unser Land, unsere Regeln. Vielen Dank.